Herzlich willkommen bei der vierten Einheit, in der dich einige neue Übungen und Herausforderungen erwarten. Den Fokus legen wir heute auf deine Schultermuskulatur und den oberen Rücken. Denn beides wird im Alltag viel zu häufig vernachlässigt. Starten wir mit dem Rückenstrecker. Öffne deine Füße hüftschmal. Verlagere dein Gewicht auf den großen Zeh, auf den kleinen Zeh und auf deine Ferse. Verschränke deine Hände vor deiner Brust. Atme tief ein, beuge deine Beine und setz dich tief. Mit der nächsten Einatmung lässt du den Oberkörper so weit sinken, wie du ihn lang halten kannst. Mit der Ausatmung hebst du deinen Oberkörper an und hältst die ganze Zeit über ein geführtes Hohlkreuz in deiner Lendenwirbelsäule. Lass uns gemeinsam starten. Einatmen tief, ausatmen hoch. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst den Oberkörper nicht weiter anheben, dann heben wir noch 1 Zentimeter weiter an. Einatmen tief, ausatmen hoch. Fünf. 4 3 2 1 Langsam auflösen. Einmal lockern, die Beine ausschütteln, die Schultern kreisen. Das war richtig, richtig stark. Du merkst jetzt schon, wie dein unterer Rücken arbeitet. Versuche, deine Knie tendenziell weiter nach außen zu schieben und deinen ganzen Fuß auf dem Boden zu halten. Während der Übung hast du die ganze Zeit über ein geführtes Hohlkreuz. Trinke einen Schluck Wasser. Beruhige deinen Atem und sammle deine Kraft für die nächste Runde. In 10 Sekunden geht's los. Komm in deine Ausgangsposition. Die Füße sind hüftschmal geöffnet. Verschränke deine Hände vor deiner Brust. Atme tief ein. Setz dich tief. Sammel dich. Und wir legen gemeinsam los. Einatmen, den Oberkörper sinken lassen. Ausatmen, anheben. Bis du nicht mehr kannst. Und dann noch 1 Zentimeter weiter. Fünf. 4 3 2 1 Mega stark. Löse langsam auf. Atme tief durch. Und atme länger aus, als du einatmest. Nimm die ganze Spannung raus. Trink einen Schluck. Das hast du dir verdient. Die erste Übung hast du geschafft. Jetzt kommen wir zur zweiten Übung unseres Rückenkurses. Lass uns beginnen. Starten wir mit der Übung Superman im Vierfüßlerstand. Komme hierfür, wie der Name sagt, in den Vierfüßlerstand. Hole deine Schultern über deine Hände. Hole deine Knie unter deine Hüftgelenke. Spreize deine Finger. Und versuche, dein Gewicht gleichmäßig auf alle 10 Finger zu verteilen. Ich mache dir eine Wiederholung vor. Einatmend hebst du den rechten Arm und das linke Bein bis auf Schulter- bzw. Hüfthöhe an. Dein Daumen zeigt nach oben Richtung Decke. Deine Fußspitzen ziehst du an.
Mit der Ausatmung bringst du den rechten Ellbogen und das linke Knie zueinander und rundest dich maximal. Wir steigen gemeinsam ein. Hebe den rechten Arm und das linke Bein an. Atme tief ein. Ausatmend, runde dich. Einatmend, in die Länge ziehen. Noch drei. Noch zwei. Noch ein. Und auflösen. Wir wechseln die Seite. Hebe den linken Arm und das rechte Bein. Dein linker Daumen zeigt nach oben. Deine rechte Fußspitze ziehst du an. Einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen, bring den Ellbogen und das Knie zusammen. Einatmen, in die Länge ziehen. Und ausatmen, runde dich. Noch drei. Noch zwei. Ein letztes Mal. Zieh dich in die Länge und löse auf. Sehr gut. Atme tief ein und aus. Kreise deine Schultern. Trinke einen Schluck Wasser. Aktiviere während der gesamten Übung deine Körpermitte. Wenn du dich in die Länge ziehst, aktiviere vor allem deine Körperrückseite. Und wenn du dich zusammenziehst, aktiviere deine Bauchmuskulatur. Zieh den Bauchnabel ganz bewusst Richtung Wirbelsäule. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Spreize deine Finger, hole deine Schultern über deine Hände, deine Knie unter deine Hüften. Mit der nächsten Einatmung starten wir mit dem rechten Arm und dem linken Bein. Los geht's. Runde dich maximal. Drei. Zwei. Eins. Einmal in die Länge ziehen. Langsam absetzen. Seitenwechsel. Mit der nächsten Einatmung linker Arm, rechtes Bein. Los geht's. Drei, zwei, eins. Einmal in die Länge ziehen, absetzen und tief durchatmen. Super gut. Versuch deine Schultern mit jeder Ausatmung tiefer sinken zu lassen, weit weg von deinen Ohren. Spann deine Gesichtsmuskeln, schenk dir selbst ein Lächeln und sei stolz auf dich, dass du dich heute dazu entschieden hast, dir etwas Gutes zu tun. Super gemacht. Gleich folgt die nächste Übung deines Kurses. Du bist gut dabei. Bleib weiterhin fokussiert. Starten wir mit der Übung Fersencrunch. Komme zunächst auf dein Gesäß und stelle deine Füße vor dir ab. Rolle dich langsam und kontrolliert nach unten in Rückenlage ab. Lege deine Arme neben deinem Körper ab. Deine Füße sind stabil und parallel zueinander. Mit der Einatmung löst du Kopf und Schultern so weit wie möglich vom Boden. Und mit der Ausatmung versuchst du jeweils mit deiner Hand deine Fersen zu berühren. Wir starten gemeinsam. Einatmen, Kopf und Schultern vom Boden lösen. Ausatmen, berühre deine Ferse. Einatmen, Kopf zurück zur Mitte. Wechsel die Seite. Neige deinen Oberkörper maximal zur Seite. Falls du Schulter-Nackenprobleme haben solltest, ist es vollkommen in Ordnung, wenn du deinen Kopf in der Mitte ablegst.
5, 4, 3, 2, 1 und lösen, lockern, tief durchatmen, lass deine Knie gerne zueinander fallen, öffne deine Füße weiter, trinke jederzeit einen kleinen Schluck Wasser. Stelle deine Füße wieder parallel auf, finde deine Entfernung, lege deine Arme neben deinem Körper ab, bereite dich vor für die nächste Runde. Wir starten in 10 Sekunden. Denkt an Einatmen, sind wir immer in der Mitte und ausatmen, neigen wir den Körper zur Seite. Atme tief ein, heb den Oberkörper an, los geht's. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Super gut. Löse auf. Atme tief durch. Atme länger aus, als du einatmest. Nimm die ganze Spannung raus. Wenn du möchtest, streck Arme und Beine noch mal lang von dir weg. Bilde in deinem unteren Rücken ein Hohlkreuz, um deine Körpervorderseite in die Länge zu ziehen. Trinke einen Schluck. Nimm dir die Zeit, die du jetzt brauchst. Die dritte Übung hast du erfolgreich beendet. Atme tief durch und lass uns gleich mit der vierten Übung weitermachen. Starten wir mit den Serratus-Push-Ups. Komme dafür in den Vierfüßlerstand. Hole deine Schultern über deine Hände. Spreiz deine Finger. Streck deine Beine lang zurück. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und aktiviere deine Körpermitte. Ich zeige dir eine Wiederholung. Mit der Einatmung lässt du dich zwischen deine Schultern sinken. Und ausatmend drückst du dich aus deinen Schulterblättern raus. Wir starten gemeinsam. Einatmend lass dich sinken. Ausatmend schieb die Hände in den Boden und drück dich aus deinen Schulterblättern raus. Fünf. Vier. 3, 2, 1 und lösen. Richtig stark. Atme tief durch, locker deine Handgelenke. Kreis deine Schultern, zieh sie weit nach oben, lass sie fallen und trinke einen Schluck Wasser. Bleib dran, auch wenn es nicht direkt klappt. Das ist eine schwierige Übung, also nimm dir deine Zeit, um in den Übungsablauf hineinzufinden. Sammel die ganze Energie, die in dir steckt. In 10 Sekunden geht's los. Komm gemeinsam mit mir zurück in den Vierfüßlerstand. Richte dich aus, spreiz deine Finger. Hol deine Schultern über deine Handgelenke, streck die Beine lang nach hinten, Schultern tief und weit weg von den Ohren, Körpermitte aktivieren, wir starten. Noch 5, 4, 3,
zwei, eins und lösen. Super gut. Atme tief durch. Handgelenke kreisen. Finger ausschütteln. Schultern lockern. Tiefe, regelmäßige Atemzüge. Vergiss nicht, etwas zu trinken. Sei stolz auf dich. Gut gemacht. Bevor wir mit der letzten Übung weitermachen, kannst du gern einmal durchatmen und etwas trinken. Beginnen wir mit der Übung Plank. Komme hierfür auf deine Unterarme. Deine Schultern sind über deinen Ellbogen. Spreize deine Finger und setze deine komplette Handfläche ab. Strecke deine Beine lang zurück. Halte den Po tief und den Körper in einer Linie. Los geht's. Versuche, deine Ellbogen und deine Füße zueinander zu ziehen. Aktiviere deine Körpermitte, zieh den Bauchnabel ein. Lass deinen gesamten Körper arbeiten. Starke Schultern, starke Körpermitte. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Das war richtig stark. Atme tief ein und aus. Locker deine Schultern. Kreis deine Handgelenke. Und sei stolz auf dich. Das war richtig gut. Trinke einen Schluck Wasser. Und atme länger aus, als du einatmest. Starten in 10 Sekunden gemeinsam in die nächste Runde. Komme dafür zurück auf deine Unterarme. Hol deine Schultern über deine Ellbogen. Spreiz deine Finger. Deine Unterarme sind parallel. Streck die Beine lang zurück. Los geht's. Zieh dein Schambein Richtung Bauchnabel. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Zieh deine Unterarme und deine Füße zueinander. Aktiviere deine komplette Körpermitte. Deine Schultern bleiben über deinen Ellbogen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Mega stark. Schultern lockern, Handgelenke kreisen. Tief durchatmen. Die Atmung beruhigt sich. Das hast du sehr gut gemacht. Das war das Ende unseres Cooldowns. Ich freue mich auf das nächste Training mit dir.